Gut. Dann ruhe ich das einfach mal. Und ich hoffe, dass wir es schaffen. Ja! Sehr gut. Die Briten sind weg. Tschüss. Die Briten ziehen sich zurück. Und ich muss eben eine Brick am besten hier draufstellen. Die Hauptflotte, die beiden anderen großen Schiffe, schicke ich via Brasilien nach Nordamerika. Sind zwei Runden da und können dann irgendwo in Guyana repariert werden. Du gehst wieder zurück. Und dann halten wir bald das Monopol auf den Elfenbeinhandel. Sehr schön. Das musste ich eben machen, weil hier die Perser standen. Die hätten sich da sonst draufgestellt. Aber das ist ja sehr gut. Besser geht's ja gar nicht. Und, ja, sauber. Gut. Und jetzt können wir mit den Briten Frieden machen. Handel mit Polen-Litauen möglich. Hey. Oh, scheiße. Sie sitzen in Brandenburg. Aber auch gut. Dann können wir uns nämlich mit denen mal per Handelsabkommen verbinden. Ja, ihr kriegt eure 1000 Goldstücke. Oh. So, 2000. Alles klar, wir handeln mit Polen. Preußen ist auf dem absteigenden Ast. Und, ja, die Briten, mit denen sind wir im Krieg, aber nicht mehr lange. Denn mit denen werde ich mich jetzt wieder gutstellen. 6000 mache ich mal. Jo, läuft, alles klar. Dankeschön. Und das Mogulreich ist ebenfalls verschollen. Nur wieso habe ich da keine Nachricht bekommen? Hm. Ach so. Nee. Das Mogulreich ist weg. Dann war das hier vielleicht noch in der Leiste und ich habe es weggeklickt oder so gerade eben. Ja, kann sein. Außerdem. Also auf jeden Fall, das Mogulreich hat sich verabschiedet. Und dann sind wir mit den Niederländern und den Mogulanern, mit den Mogulen, schon zwei wichtige große Nationen weg. Frankreichs Beliebtheit steigt eindeutig an. Und, gut. Schön. Handel mit Polen. Ja, das ist aber zu einem hohen Preis. Dass Preußen jetzt wohl bald weg ist, fürchte ich. Dresden ist jetzt die neue Hauptstadt. Gut. Und die Forschung läuft auch. Ich wollte noch weiter aufrüsten, die Verwaltungsgebäude hier im Süden. Das mache ich jetzt auch. Wir haben noch etwas Geld übrig. Das reicht noch für Irokesen-Territorium. Und dann gehe ich weiter in die nächste Runde. Die sind auch angekommen. In Straßburg. Und die Preußen sind natürlich nicht in Württemberg aktiv. Die haben jetzt andere Probleme. Sind wieder dran. Baubricht. Also in Rom und Amsterdam die entsprechenden Gebäude und in Utrecht auch eine Webhütte. Amsterdam jetzt klar auf dem Weg zu einer reichen Provinz. Und wir könnten mit dem Geld, was wir jetzt mal haben, wirklich mal den Palais Bourbon aufbauen, oder? Bringt noch mehr Zufriedenheit, ganz wichtig, und vor allem die Möglichkeit, Schweizer Garde auszubilden. Oh, guckt euch mal die Werte an. Nahkampfangriff, Angriffsbonus, vor allem die Verteidigung, die Moral. Und Präzision und Nachladen ist echt fantastisch. Und komm, das machen wir jetzt. Palais Bourbon, ich glaube, wir sind echt auf dem Höhepunkt unserer Macht. Wir können uns das wirklich erlauben. Und wir brauchen das auch für die Zufriedenheit der Bevölkerung. Hier ist noch genug Stress, den wir bald haben werden. Ich rüste auch noch ein paar Truppen auf. Ich hole mir Linieninfanteristen. Einmal erstmal, damit ich hier noch das letzte Gebäude, die Gouverneursvilla in Fort Detroit, aufrüsten kann.
Da haben wir sie noch nicht. Im Algonquin-Territorium, da fehlt sie uns also noch. Das möchte ich aber gerne noch machen. Mit Preußen kann man ja vielleicht irgendwas machen. Oh, die sind aber nicht so gut drauf wie die Preußen. Ja, die haben jetzt, sind nicht gut drauf. So, Portugal, da haben sich die Beziehung schon deutlich verbessert. Oha. Regierungliche Zustimmung. Nee. Regierungliche Zustimmung für 1045. Müsste genau reichen. Nee. Ach komm, Leute. Ziert euch doch nicht so. Mysur, da ist immer irgendwas. Genau. Danke. Huch. Das ist zu wenig, habe ich mich wohl vertippt. Okay. So, jetzt ab. Gut. Und hier ist der Katholizismus fertig. Wir haben jetzt einen 4-Sterne-Priester und den schicke ich jetzt mal nach Maine. Durch New York durch. Hier ist auch nur eine geringe Bevölkerung. Und wir mischen mal die Briten ordentlich auf. Das wird ein Spaß. In Ceylon sind wir natürlich auch aktiv. Hier ist bereits Katholizismus 4,3%. Und bald werden wir unsere Expeditionsarmee losschicken. Ich würde sagen, nehmen wir einfach Truppen aus Holland dafür. Ja, oder aus. Also wir haben ja schon sehr, sehr viele. Ich will die nicht alle hier haben. Eine große Truppe in Elsass-Lothringen, die muss auch da bleiben. Und dann nehmen wir hier so ein paar. Komm, noch einmal. Und dann haben wir jetzt die Flotte jetzt auch wieder zur Verfügung. Die kommt in den Kanal, da wo sie hingehört. Und dann können wir auch bald mal Schiffe bauen. Natürlich, das ist auch eine Möglichkeit, logisch. Eine Runde, dann ist die Aktiengesellschaft durch. Das ist gut. Oh, deutlich mehr Wohlstand. Und Wohlstandswachstum. Und die Möglichkeit, kommerzielle Häfen und Pelzbörsen zu bauen. Beides wichtige Sachen für uns im späten Spiel. Pelzbörsen, da haben wir ja einiges zur Verfügung. Gut. Italien. Ja, auch reich. Sehr reich. Siena. Der ist auch florierend hier. Und wann ist Ajaccio fertig? 5 Runden. Und wann ist Toulouse fertig? 4 Runden. Ah, sehr gut. Dann können wir da auch wieder was bauen, was die Leute happy macht. Gut, weiter geht's. Polen wird sehr mächtig, hat auch 7 Bürgen erobert. Ost- und Westpreußen, also da müssen wir echt ein bisschen aufpassen. In meinem Holland-Let's Play waren die Polen auch schon mal sehr mächtig. Aktiengesellschaften, das ist fein. Und es geht weiter mit, ja. Womit eigentlich? Nancy ist die schlechteste Uni, das merke ich schon. Spinning Mule wäre natürlich sehr geil. Und die Hochöfen ebenfalls. Aber die Hochöfen wären noch geiler. Machen wir die mal. Und dann machen wir auch, wenn das hier durch ist, machen wir hier weiter, würde ich sagen. Mit der Seemaschine. Und dem selektiven Züchten kann man dann auch sicherlich machen. Ja, ja. Gut. Okay. Flotte kommt an. Hey, es war nur eine Runde. Aber soll mir egal sein. Hauptsache, sie ist angekommen. Ich repariere euch.
Und, genau. Und ich hole nochmal eine Brick für euch noch dazu. Das kann auch nicht schaden. So, hier wird weiter fleißig gemacht. Ach, hier können wir auch die Straßen aufrüsten. Und in die Karibikinseln auch irgendwann, wenn wir ganz dekadent sind. Amsterdam und Mittelitalien, die entsprechenden Arsenale. Das freut mich sehr. Dann haben wir Glaube bestätigt. Ah, guck, da fühlt er sich wohl. Guillaume Wasser. Plus 1 auf Suche nach Konvertiten in Indien. Und das geht noch schneller jetzt. Gut. Frankreich, neue Truppen. Die Leute sind allerdings nicht amüsiert. In zwei Runden geht's richtig rund. Dann haben wir Toulouse noch nicht fertig und das andere Ding auch noch nicht. Ja. Gut. Wird also noch etwas Truppen erfordern. Die Armee sieht schon sehr, sehr gut aus. Ja. Was Generals. Kürassier. Ich baue noch mal ein bisschen Britenartillerie. Linieninfanterie. Gut, das muss erstmal so reichen. Und klar, das habe ich auf dem Schirm, dass wir die Marinearchitektur, die fortschrittliche, auch erforschen wollen. Klar, gar keine Frage. Ach, das Ding ist auch noch fertig geworden. Hier, die nächste Stufe der Zuckerplantage. Und die Gewürzplantage ist auch fertig geworden. Oh, 1200 durch die Gewürzexporte. 50 Pfund. 24 Goldstücke. Also allein in Amerika 1200 Goldstücke mit dieser Gewürzplantage. Das ist kaum zu glauben. Schweden ist blockiert. Und jetzt mache ich das, was ich die ganze Zeit schon als Idee hatte. Ich breche die Route mit Schweden ab. Und baue gleich eine neue Landroute. Hehehe. Ja, komm, ich bezahle ein bisschen Geld dafür. Ey, Kollege. Was soll das denn? So, jetzt. Gut, die Beziehungen haben sich leicht verschlechtert dadurch. Aber die Route ist sicher. Es ist nämlich jetzt eine Landroute. Oder? Ja. Ich sehe sie zwar gerade nicht. Doch, hier ist sie. Da. Da läuft sie irgendwo lang. Gut. Schön. Also sichere Route nach Schweden. 13.000 und ein paar zerquetschte als erwartetes Einkommen. Und hier, ja, Kavallerie. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt immer noch weitermachen soll mit der Schützenkavallerie oder so ein bisschen auf die schwerere umsteige. Natürlich sind die gut, aber sie sind nicht so schnell wie die anderen. Und ich brauche ja vor allem schnelle Kavallerie für die Zwecke, die ich mir ausgedacht habe, für die ich Kavallerie brauche. Ne? Vor allem für schnelle Überfälle und sowas. Gut. Ansonsten entwickelt sich der Rest wirklich hervorragend. Und wir könnten uns auch überlegen, ob wir bald mal die Cherokee attackieren. Das Problem ist dann, wie gesagt, weil die hier, ich zeig's euch mal ganz kurz, entsprechende Durchmarschrechte haben bei uns. Wird das schwierig. Ich widerrufe mal die Zugangsberechtigung für die schon mal. Vielleicht kann man die irgendwie noch bestechen oder so. Keine Ahnung. Feinde, Spanien und Pueblo. Du kannst mal ein bisschen Erfahrung sammeln, probier das einfach mal. Gut. Dann lässt es eben bleiben. Und du bist auch hier unterwegs. Und kannst die Briten theoretisch triezen, will ich aber jetzt lieber nicht. Weil die Briten noch nicht zu unseren Opfern gehören.